So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Es brennt, die Republik, sie brennt. Mal gucken, ob unsere glorreiche Feuerwehr uns retten wird. Feuerwehr? Hallo? Irgendwo? Irgendwer? Hallo? Feuerwehr? Da! Die glorreichen Helden kommen angefahren. Rettet uns, so rettet uns. Oh, sind nicht genug auf Arbeit gerade. Jetzt kommen noch die anderen dazu, sehr gut. Wunderbar, alles gelöscht. Fein. Ja, was habe ich noch gemacht? In eurer Abwesenheit, wenn ihr nicht zugeguckt habt, haben wir hier angefangen, Abwasser und Wasser zu bauen. Straightforward, einfach von den Anschlüssen runtergezogen, da wo Platz war. Abwasser hier, Wasser da hinten. Und damit sollten wir, glaube ich, ganz gut fahren. Alle Gebäude sind fast durch, die Kirche noch nicht, okay. Da fehlt nur noch ein bisschen Stahl. Wir haben die Nahrung zugeordnet, was natürlich erst geht, gut geht, wenn wir auch Strom haben. Und Strom wollte ich gerade bauen. Genau, Strom wollte ich gerade bauen und dann hat es angefangen zu brennen. Overlay fixieren. Da gingen die Probleme nämlich los. Und wir haben ja eh hier ein kleines Kapazitätsproblem. Das heißt, ich würde hier und dort einmal Strom hinbauen. Das heißt, so zwei Stromdinger nebeneinander vielleicht. Hier könnten wir Probleme kriegen, weil die Unterführung da ist. Dann machen wir es vielleicht hier mit hinten ran. Ja, machen wir es vielleicht hier hinter die Polizei. Dann stellen wir es einfach hier so hin. Deswegen mag ich die kleinen Kästen, die kann man überall schön ranstellen. Und den anderen irgendwo hier vorne. Da können wir auch ein kleines Häuschen setzen. Hier vielleicht. Ah, da sind zwei. Hier wäre sinnvoller. Okay, dann machen wir den mit hier hinten hin. Da sollten wir auch durchkommen, wenn wir Glück haben. Nee, den Kasten, der kommt dann. Oh. Okay, er ist gerade gesprungen. Ey. Springt so krass. Hier hinter will ich den irgendwo bauen, vielleicht. Ich weiß nicht, kriegen wir da. Ach, wir brauchen hier einen Straßenanschluss. Vielleicht. So, ja, da. Perfekt. Hier finde ich immer schade, dass man nicht genau sieht, wo man ist. Ich hätte gern so Hilfslinien und sowas. Ist der gerade? Der ist doch nicht gerade. Der ist doch windschief wie Hölle. Wir hätten den gebaut von euch. Ja, der ist im Gebäude, auch schlecht. Aber wenn man es echt nicht sieht. Man kann immer eine Seite, kann man gut. Jetzt bin ich, glaube ich, da draußen. Ja, perfekt. So. Haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Stromkabel. Ich hoffe, wir haben noch genug Anschlüsse. Ich glaube, so langsam ist nämlich der Hauptanschluss da voll. Und wir brauchen einen zweiten Hauptanschluss im Süden. Die Kabel werden auch langsam, oder schon die ganze Zeit, eigentlich viel zu lang. Von daher hoffen wir mal das Beste, dass wir das jetzt hinkriegen noch. So. Wo ist der Anschluss?
Da. Der hat genau noch zwei frei hier. Ja. Dann die nach vorne kann ich nicht verwenden. Aktuelle Tiefe? Warum fängt der bei 24 Metern an? Oh, du kommst irgendwo da hinten ran. Sieht vernünftig aus. Und du kommst da drüben ran. Sieht auch vernünftig aus. Bingo Bongo, können wir bauen. Und dann sind die, glaube ich, eine ganze Weile beschäftigt. Overlay können wir wieder ausschalten, dass es permanent an ist. Und dann sollte der gesamte Bezirk hier hinten wunderbar funktionieren. Einmal Müllplätze für die. Das können wir nochmal gegenchecken. Haben alle Müll? Ja, bis auf die Polizei, das wissen wir. Sogar der Bierpalast hat Müll von hier hinten. Sehr gut. Und wenn nicht, hätten wir hier den Weg noch angeschlossen. Das passt also. Und dann können hier langsam Arbeiter hinziehen. Und hier fahren ja schon Busse vorbei. Deswegen können wir hier auch Arbeiter warten lassen. Und diese Haltestelle am Hauptbahnhof sagen, sie darf sich beladen mit Arbeitern. So. Ah, wartet. Jetzt habe ich nur ihn und nicht die Route bearbeitet. Das passiert mir ganz oft. Da hätte ich gern Hinweis. Möchtest du den Einzelnen oder die Route bearbeiten? Das wäre wirklich sehr, sehr geil. Das passiert mir ständig. So. Ja, jetzt muss ich wieder Linienabstand machen, nicht? Oh, und jetzt sind die vier Busse wieder drauf. Du bist mal im Lurk. Viel Spaß im Lurk. Ja, wir haben gerade noch über Felder geredet und da sind wir bei einem guten Thema. Wenn man mit Winter spielt, hat man nämlich andere Voraussetzungen für die Felder und wir haben ja hier ein großes Problem mit unserem Pflanzen, da kommen ja gerade so genug rein, um den Stoff herzustellen, um dann die Kleidung herzustellen. Inzwischen kriegen wir aber auch 535.000 haben wir exportiert im letzten Monat. Wir haben zwar auch viel ausgegeben, weil wir viel gebaut haben. Zum Beispiel die hier. Sende keine Ressource, das ist okay. Und dementsprechend würde ich erstmal auch hier vielleicht die Autobahn rüberführen. Ich weiß gar nicht, die sollte irgendwo hier ankommen. Der Parallelmodus ist aus. Ich wundere mich schon, warum es nicht geht. Die müssen wir dann noch verfeinern später. Das ist jetzt nur, damit die erstmal hier auch drüber fahren könnten. Aber genau, hier hinten sollen überall Felder hinkommen. Die Autobahn geht dann wahrscheinlich unten drunter, kriegt vielleicht noch einen mittleren Anschluss und hier kommt ja auch eine. Vielleicht kommt hier noch ein Autobahnkreuz für die Felder hin. Andererseits haben wir auch mit Zügen ja inzwischen ein bisschen zu tun. Es wäre langsam gut, die zu starten. Aber wir wollten deswegen ja das Viertel hier bauen, damit wir hier die Kohle holen können. Apropos, der Bahnhof hier darf noch nicht funktionieren. Hier sammeln sich jetzt auch die ersten Arbeiter, sehr gut. Ich finde, da ist doch ein schönes Stadtviertel geworden. Hier können vielleicht auch noch zwei, drei Wohnungen hin. Was dem fehlt, ist ein bisschen Unterhaltung. Stimmt. Hier habe ich vergessen. Kultur. Bei Kultur haben wir aber so viel runtergeladen, wie dieses Small Corner Cinema, was genau hier in die Ecke passen würde vielleicht. Nicht so ganz, nicht wahr? Ja, jetzt nicht das Hübscheste an der Stelle. Das hätte man hier in die Ecke bauen können. Kacke. Oder hier hinten kann es hin, aber da kann auch was anderes hin. Was haben wir denn noch so? Dieses Orion Cinema, was aussieht wie eine Space Kapsel. Was haben wir noch, was hier vielleicht schöner passen würde? Dieses Kino haben wir schon gebaut, das historische. Das Small Prefab Theater. Bin ich jetzt nicht mehr
so der Fan von, wenn man eine kleine Stadt baut, das ist durchaus cool. Historic Town Hall, die zählt als Kultur. Ah, für Touristen, okay. Palace of Culture, das war der große. Der würde eher in so ein Regierungsviertel wie hier hinten passen. Aber hier wohnt halt keiner, warum sollte ich ihn also hier hinbauen? Das wäre Verschwendung. Hier haben wir noch ein Cinema. Das Sputnik Cinema, das braucht wieder einen Straßenanschluss. Wobei die auch keine Kultur haben. Okay, vielleicht bauen wir das mit an diese Straße hier ran. Und was kriegen die noch? Die brauchen auf jeden Fall was Zweites. Das Amphitheater finde ich blöd. Archäologisches Museum ist auch nicht so meins. Die anderen Sachen sind sehr groß. Ah, das hier wäre... Oh, das wäre auch super gewesen. Hm. Aber gut, ein Cinema haben wir ja jetzt. Was hätten wir hier noch? Das Amphitheater. Wow. Ist jetzt auch nicht so mein Favorite. Das große Kino, nicht hier am Stadtrand, das kommt irgendwo in die Mitte. Das hier funktioniert nicht, das Ding. Das kleine Soyuz Cinema. Braucht aber auch eine Straße, blöd. Die Library. Ja, eine Library könnte hier noch hin. Ja, das finde ich gut. Schön neben dem Bierpalast noch eine Library. Das fühle ich. Komm, ich tue jetzt mal so, als bin ich Profi. Züge sind doch voll 70er. In den 80ern sollte man Flugzeuge haben, in den 90ern Luftschiffe und zur Jahrtausendwende UFOs. So war zumindest die Vorstellung früher, nicht wahr? Ah, shit, ich kann hier nicht weiter. Auf der Seite. Dann müssen wir hier so rum. Und dann wäre es vielleicht gut, wenn ich den Abstand von dem... Abriss abbrechen. Doch ein bisschen weiter nach hier schiebe. Dann kann ich da doch noch einen Weg durchziehen. Dachte nicht, dass der notwendig ist, aber wenn ich hier auf die andere Seite nicht komme... Dann wäre das doch schon sehr sinnvoll, glaube ich, hier noch einen Weg zu haben. Also dieses Mal habe ich das mit dem Wegen ja voll durchgezogen und ich muss gestehen, abgestoppen. Das hat sich, glaube ich, schon rentiert einigermaßen. Aber wir haben nicht solche Verkehrsprobleme, außer halt mit der Überlastung bei den Bussen, okay. Aber ansonsten bin ich eigentlich fein damit, wie wir es aktuell haben, die Situation. Ah, das ist ungünstig. Ich müsste der... Kriegen wir den ein bisschen gerader? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Warum auch immer er das zulässt, soll mich nicht stören. So, und dann kann hier hinten noch das Kino wieder hin. Ihr könnt auch noch eine Bushaltestelle irgendwo ran, dann. Wenn hier noch Wohnhäuser hin sollen. Ja, die brauchen auf jeden Fall eine Haltestelle. Kino, 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 Kino. Kino, 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 Kino. Was hatten wir gesagt? Das Soyuz. Das Ding? Ja, das hier. Sputnik-Kino hieß das, glaube ich. Im Workshop. Das hat echt ein Problem mit dem Wegen. Kann das sein? Gucken wir mal, ob das klappt. Oder ob das zu eng ist für ihn. Ne, das geht. Dann machen wir das.
Passt schon. Okay. Dieses waren die ersten Streiche. Jetzt endlich, nach Jahrhunderten, nur das lagern bitte, den Treibstoff. Wollen wir das in Betrieb nehmen? Dafür brauchen wir eine Paare LKW. Öltanks. Mit einer Gesamtkapazität. Und ich würde sagen, da lohnt sich wirklich die großen. Die machen wir so leicht rot. Und drei Stück. Die lassen wir dann zirkuliert fahren. Hier sollten inzwischen auch die Tanks voll sein. Genau, weil ja genug Arbeiter da waren. Öl ist nicht genug da. Okay. Das heißt, theoretisch müssen wir das Ölfeld noch ein bisschen erweitern. Und wir haben inzwischen 6600 Einwohner, 89% Gesundheit, 93% Zufriedenheit. Wobei da große Werte, keine Kultur, keine Kirche, kein Sport. Sport! Und keiner sagt was. Die haben hier gar keinen Sport. Ah. Dann kriegen die hier hinten Sport. Weil wer den Spott hat, braucht für den Honig zu sorgen, oder wie sagt man so schön? Outdoor Pool, Small Chess Park. Ja, den Chess Park könnten wir irgendwo hinzimmern noch. Da habe ich mir alles mit Wasser zugebaut. Und Abwasser. Oh, shit. Das Chesshaus. Oh, das wollte ich hier bauen auch. Ein Gebäude brennt. Natürlich, lenk mich ab. Ich bin gerade bei was Wichtigem. Aber die Feuerwehr muss ja nur von hier da rumfahren. Das sollte die gerade so schaffen, hoffe ich. Das reißt dann immer richtig raus. Da. Dieses Sportcenter hier. Wird mir zu eng, das ist zu groß. Und das ist zu weit weg langsam. Also man sieht's, das würde gerade noch gehen. Und wir können es hier hinten hinsetzen. So als Abschluss. Und dann vielleicht davor noch normale Sportplätze oder sowas. Ah, das wäre... Ich meine, hier ist eh der Kindergarten. Da passt es doch. Die DDR-Schwimmhalle. Oder das Stadium hätte man hier vielleicht auch hinsetzen können. Ah, ist auch zu groß. Da brauchen wir noch eine bessere Verkehrsanbindung. Oh, die Felder sind so riesig. Die passen da immer gar nicht hin. Okay, dann machen wir hier Volleyball einmal. So, muss reichen. Feuer wurde gelöscht. Sehr gut. Das Gebäude hat noch keinen Strom. Ja, die Leitungen sind, glaube ich, noch dabei, gebaut zu werden. Ja, da fehlt nicht mehr viel. Wasser und Abwasser sollte grundsätzlich aber anliegen. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Und Strom, der erste Stromkasten... Wäre gerade so nicht überlastet, aber wenn der zweite kommt, wenn der hat 70 und der hätte
Ah, der ist noch nicht gebaut. Okay, deswegen. Achso, hat der einen Fußweg? Ich glaube, der hat keinen Fußweg. Kann das sein? Kann das sein, dass ich hier einen Fußweg vergessen habe, weil ich den Fußweg hier hinten ran machen wollte? Ja. Das erklärt so einiges. Und hallo, Duffkind. Eine Kirche, sagt Don Öko. Kirche haben wir. Die haben wir. Da habe ich dran gedacht. Eine wunderschöne Barockkirche. Die haben wir hingesetzt. Was wir vergessen haben, ist zu renaturieren, nicht wahr? Mal gucken, wie viel wir da zurückgewinnen können. An Baufläche, die hässlich geworden ist. Einiges. Oh ja, das klappt gut hier. Mehr als ich erwartet hätte. Und theoretisch könnte hier halt auch noch ein Wohnblock hin. Der hätte nämlich alles. Ich finde es ein bisschen schade, aber das gibt es auch im Workshop, dass die Läden halt hier nicht in so einer schönen Reihe wie das hier ist, so vorgefertigt, wo alles in einem ist oder so. Aber klar, so funktioniert das Spiel nicht. Aber jetzt haben wir wenigstens mal eine Straße, die nicht gerade ist. Finde ich, passt sehr gut rein, nicht wahr? Passt auch zum Hauptbahnhof, der hier hinter ist. Und wer wohnt nicht gerne an Schienen? Die Gebäude füllen sich auch schon langsam. Die hier sind voll. Ach du Scheiße. Da haben wir ja genau rechtzeitig gebaut. Wenn die da gerade voll sind. Hier sind mal ein paar dafür leer. Also zwei Wohnungen. Hier eine. Okay, die gesteigerte Geburtenrate macht einiges aus. Ah, unsere Autos. Ihr holt von, ich glaube, hier ist Treibstoff. Den holt ihr hier. Ihr wartet, bis ihr voll seid, sonst braucht ihr nicht fahren. Und jetzt ist so die Frage, was war entleeren? Ich glaube, ihr. Entladen. Kann ich hier auf Entladen gehen? Ja. Okay. Warten bis leer. Ich glaube, wenn ich das so mache, kann ich nämlich nicht die Route mit Abstand machen, wenn man warten bis leer macht. Das ist zum Beispiel auch ein bisschen schade. Hast du schon Danke für die Dreier-Stream-Serie gesagt? Ich hoffe. Wenn nicht, ich bin so in Gedanken, wir bauen und planen so viel. Da geht doch mal was unter gerade. Kiesstreifen. Können wir jetzt mal hier noch fertig ziehen? Der Weg, den habe ich auch gebaut, da muss ich ja besoffen gewesen sein. Ja, eine Altstadt. Da wäre Kopfsteinpflaster, wäre hier richtig geil. Ja, oder Grünstreifen halt, richtige. Das hätte auch was. Hier kann man übrigens, wenn einem sowas stört, mit diesen Kiesdingern, das so ein bisschen kaschieren, nicht wahr?
Oh, dann sieht es nämlich nicht immer ganz so blöd aus. Das haben wir schon an ein, zwei Stellen gemacht. Wo es halt zu auffällig ist. Gerade bei den Sportfeldern. Bei den Sportfeldern. Irgendwo hatte ich doch noch welche. Ja, hier. Können wir es hier auch nochmal machen. So. Habt ihr gar keinen Straßenanschluss? Doch, haben die. Aber nicht aus Kies. Verstehe. Dann kriegen die den nochmal. Oh, Kies. Und Kies. Ich meine, ist wirklich... Fällt wahrscheinlich 0,0 auf, aber warum nicht? Hier noch Rollbahn. Wenn man ein bisschen Asphaltfläche. Oh. Einfach, dass es ein bisschen anders aussieht. Na? So, hier noch ein bisschen zu betonieren. Ah, dann sieht man die blöden Wege. Nee, das lassen wir erstmal. Der ist mutig, der Heli. So wie er landet. Ah, deswegen sind hier noch nicht so viele drin. Weil der Tunnel noch nicht fertig ist. Die Tunnel funktionieren schon. Ich glaube, die nutzen eher die Wege über die Straßen. Gut, eigentlich sollen die ja auch nur zum Bahnhof führen. Aber die finde ich ganz praktisch, diese kleinen Unterführungshäuschen. Normalerweise braucht man relativ große oder Überführungshäuschen, Brücken. Wäre zum Beispiel auch was. Ich hatte schon mal eine Stadt, wo wir mehr Übergänge gebaut haben. Hat auch visuell einen ganz anderen Style dann. Da kann man nochmal anders agieren. Aber ich glaube, das ist höchstens als altes VOD auf dem Kanal irgendwo. Bin ja zumindest froh, dass wir das mit dem Verkehr hier hinbekommen haben. Dass uns das nicht komplett zerstört hat. Naja, hupt nicht so lange. So. Wo sehe ich hier eigentlich Ein- und Ausgänge nochmal? Eingang. Ausgang. Ausgang. Das heißt, du raus und du rein. Okay, dann habe ich die richtig zugewiesen. So, die liefern jetzt hier nämlich nach und nach auch Treibstoff hin. Dann kann der hier, der Überschüssige, nämlich auch mal raus. Weil die Dinger sind voll. Das heißt, wir können theoretisch noch mehr exportieren. Wir haben 12 Millionen auf dem Konto. Ich glaube, mit den 12 Millionen könnten wir echt hier uns drum kümmern, nicht? Bretter, Ziegel, Platten, Stahl. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 große, fette LKW brauchen wir jetzt. Du schaffst am meisten, nicht? Stahl brauchen wir offen, okay. Bretter brauchen wir offen. Okay, ich glaube, wir brauchen offene. Gesamtkapazität. Du schaffst am meisten, nicht? Stahl, Bretter, Ziegel. Was brauchen wir noch? Stahl, Bretter, Ziegel. Stahl, Bretter, Ziegel, Platten. Okay. Also noch einen davon. Oh. Zu viele Kriminelle. Was? Wo? Warum? Polizei?
Okay, du hast keinen Treibstoff. Okay, lassen wir die hier kurz fahren. Also, du holst Stahl und du bringst ihn hier hin. Warten bis leer, Stahl und starten. Du holst Ziegel und entladen, Ziegel starten, warten bis leer. So, Stahl, Ziegel, Plattenbretter. Du holst Bretter und entlädst Bretter, warten bis leer. Starten. Und du holst Platten. Hatte ich schon Platten? Ich hoffe nicht. Oh, wir gucken einmal. Wir haben. Was lädst du? Oh, der fährt noch die Fahrzeuge oder so, nicht? Kann das sein? Nee, das sind Platten. Alles klar. Platten, Ziegel, Stahl. Stimmt, aber irgendeiner fährt Fahrzeuge hierher. Den habe ich ganz vergessen, den Arm. Der sollte eigentlich mitfahren. Okay, sorry, von dieser Linie entfernen. Wir haben ja zwei Züge hier drin. So. Dann brauchen wir noch Treibstoff. Das wird aber auch erst was, wenn die hier da sind. Andererseits, der ist ja da. Finde ich gut. Dann brauchen wir da noch einen Öltank. Und ich weiß nicht, wie viel passt bei denen rein? 25 Tonnen. Würde ich hier vielleicht die nehmen nur? Zwei Zehner. Die sind nicht so lang. 8 Meter, 9 Meter, 8 Meter, 9 Meter, 8 Meter, 13. Die finde ich zu viel. 7 Meter. Schafft 8 Tonnen. Wollen wir zwei von denen? Das reicht dicke. Für das bisschen, was wir erstmal bauen, wenn nicht, nehme ich einen dritten dazu. Bums, aus. Die können dann auch hier den Treibstoff hinliefern. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann können die Helis hier nämlich auch nochmal aufladen. Aber stimmt, ich habe gar nicht mehr geforscht, nicht? Wir können RBMK-Reaktor erforschen, was auch immer das ist, und Wiederverwertung von Aluminium. Weil gesagt wurde eben, Flugzeuge wären was Gutes. Wir könnten theoretisch durchaus eine Elektromontagehalle oder auch eine Fahrzeugfertigungshalle oder eine Eisenbahnfertigungshalle. Wir könnten die Eisenbahn ja auch selber bauen. Wir könnten auch Flugzeuge selber bauen. Da bräuchten wir aber die mechanischen Teile, Elektronik, Stoff, elektronische Bauteile, Kunststoff, Stahl, Aluminium. Das heißt, noch sehr viel in der Zukunft liegend, nicht wahr? Erstmal ÖPNV bauen. Wenigstens heute damit schon mal anfangen. Eieieiei. Okay, die ersten Sachen sind da. Ihr seid auch da. Und du transportierst jetzt von. Na, ihr entladet, nicht? Warte, warte, warte. Wie war das? Du rein. Okay, von dem, genau. Ihr holt hier Treibstoff. Ihr wartet natürlich, bis ihr voll seid. Und ihr fahrt den aber direkt hier hin und warten bis leer. Starten. Achso, dann könnt die da im Weg stehen wahrscheinlich. Und wir wollten ja noch sagen, hier, ja, und wenn wir zwei ansteuern, wäre es blöd. So, Hubschrauberlandeplatz, der zuerst, der kriegt 50%
Das hier kriegt 50%. Und dann ist es gut, würde ich sagen. Oh, der andere kommt auch auf die Linie. Starten. Wie wunderbar das funktioniert. Oh, er fährt über die Autobahn. Guckt. Jawollo. Genauso ist es nämlich gedacht gewesen. Da kommt er. Da ist er durch. Dann kommt er hier hinten raus. Gut, da muss er noch über Sand pesen. Wenn er den Weg jetzt immer nimmt, wäre das richtig cool. So. Und was passiert? Wir haben noch keine Arbeitskräfte, nicht wahr? Genau. Treibstoff ist da. Stahl, Kies, alles da. Dann brauchen wir noch Busse. Wie viele Arbeitskräfte passen da rein? Da müssen rein maximal 50. Okay. Das heißt, wir nehmen nur einen Bus, der auch 50 Leute transportieren kann. Bus, Gesamtkapazität. Ja, reicht eigentlich der hier, oder? 11 Meter, gibt es einen kleineren? 9 Meter, der ist besser noch. Nehmen wir den. 1, 2. 2 reichen. Ich meine, wir haben eigentlich genug Arbeitslose, eigentlich auch nicht. Wahrscheinlich werden die aber nur nicht abgeholt, die Arbeitslosen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle die ganze Zeit Arbeit kriegen. Weil er zählt es als Arbeit, wenn die da hingebracht wurden. Hm. Und noch mehr Busse, die diese Station ansteuern. Halleluja. Ihr beladet euch mit Arbeitskräften. Ihr entladet hier die Arbeitskräfte. Und starten. Der zweite Bus. Linienabstand. Starten. Und dann, wenn alles jetzt gut geht und alles geklappt hat, und der Weg da auch mal fertig wird, keine Arbeiter. Hier sind Arbeiter drin. Warum laufen die nicht zu diesem Weg? Maximale Anzahl von Arbeitern sind auf 50 erlaubt. Ich glaube, keiner kommt an diesem Weg ran. Kann das sein? Müssen wir das so kurz bauen? Und, oh, unsere erste Schiene, wir haben sie verpasst. Es sind sogar 50 Arbeiter direkt drin. Und da werden die Züge die Schienen gezügelt. Die Schienen gebaut. Nein, die gebauten geschient. Eine prachtvolle Sache ist das doch. Ich meine, bei 12 Millionen, ich mache mir jetzt echt keine Gedanken, dass die Schienen so teuer sind und wir das selber herstellen sollten, das Baumaterial. Wir verdienen genug mit den anderen Sachen. Und der andere Zug kann hier hinten rumjuckeln. Sehr gut. Irgendwann werden die sich gegenseitig in die Quere kommen. Das habe ich auch schon öfter gehabt. Keine Arbeiter drin. Okay. Wo Busse? Da Bus. Und die erste Brücke wird gebaut. Es kann sich nur noch im Jahre handeln, bis ÖPNV funktioniert.
Jetzt musst du hier erstmal das Fundament einzeln ziehen. Dann die Schienen, finde ich richtig krass gemacht, wie das detailliert ist, nicht wahr? Erst die Post voller. Dann die einzelnen Schienensegmente. Ja. Nochmal. Dann kommen die Sachen, die da drauf kommen. Zack, 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 zack. Und dann ist die fertig. Die erste Brücke. Oder der erste Abschnitt der Brücke. So, jetzt wieder die Poller zuerst. Da geht echt Zeit ins Land, nicht? Die muss immer hin und her tingeln. Oh, jetzt der andere Poller zuerst. Neue Schiffe, neue Trams, etc. ppp. Ja, ich habe halt in der Stadt null eingeplant Trams oder sowas, nicht? Man hätte vielleicht einen breiten Streifen für Trams lassen können, aber ich habe mich für normale Züge entschieden jetzt. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber ich finde irgendwie, Tram ist am Anfang zu teuer und zu schwer einzuplanen. Ich weiß, man kann zwar auch Schienen jetzt einfach mit Tram machen, aber dann fährt die Tram halt auf den Schienen, auf der Straße. Finde ich auch irgendwie suboptimal. Konnte immer noch nicht gebaut werden. Ich komme nicht von hier daran als Arbeiter. Kann ich einen Weg an dem Weg bauen? Ja, kann ich. Okay. Jetzt müsste es klappen. Und die können... Die nutzen den Weg, um auf die Seite zu kommen. Okay, dann sollten wir dem wirklich auch ordentlich manifestieren, würde ich sagen. Wobei wir vielleicht sogar besser noch einen Untergrund hier rüber zimmern. Schade. Das wäre natürlich jetzt hier ganz stark gewesen, wenn das hingepasst hätte. Aber da fehlt ein Millimeter. Hm. Ja, hier hinten auch nicht. An sowas habe ich nicht gedacht, dass die da irgendwo rüber müssen. Hier hinten hätte man auch hinmachen können. Ah, das ist blöd. Vielleicht müssen wir den Weg abreißen. Und einen Zentimeter versetzen. Das ist schon echt weit, was wir das setzen müssen, nicht? Ich glaube, das passt, auch wenn wir den Weg abreißen, da nicht hin. Ja, dann müssen die hier über die Straße. Hier auf dem Platz ist auch kein Platz dafür, oder? Ja, das hätte man vorher planen müssen, glaube ich. Ich hätte nie gedacht, ja, ich habe nicht dran gedacht, die Seiten zu verbinden, dass die da überhaupt rüber wollen. Aber ich sehe, die wollen rüber. Ich meine, sie kommen ja auch rüber. Aber... Oh, oh. Nicht abreißen den Weg. Aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, dann kriegen die jetzt erstmal hier einen Laufweg. Vielleicht nach da.
Und dann müssen sie da rum darüber oder so. Ja, dann ist es so. Aber wartet mal. Kriegen wir das vielleicht... Ich glaube, das kriege ich nicht in einem Wisch hin, oder? Dass wir da noch rübergehen? Ja, das ist alles wieder sehr eng geplant hier. Okay, nee, so wird es eh nicht gehen. Interessant. Das heißt, wir würden nur daran kommen oder daran. Weiter geht's nicht. Wir können von da nur daran kommen. Und wir können noch hier runter, warum auch immer wir dahin sollten. Außer wir kriegen hier einen Weg hin noch. Okay, dann finde ich das aber schöner als Lösung. So. Ja. Dann lieber so. Aber wir sehen, der Bahnhof wird angenommen. Ich bin schon gespannt, wenn wir alles komplett neu umplanen müssen, wo die Leute dann hinfahren. Mal gucken, wie intelligent die sind, aber die können inzwischen auf die gleiche Schiene hinfahren, nicht? Ist gar nicht schlecht. Ich dachte halt, er kann hier durchfahren. Das wäre natürlich noch smarter gewesen. Spannend wird es ja auch erst ab dieser Stelle, wenn der eine hier hinbaut und der andere hierhin. Aber die müssen immer hier die Weiche benutzen. Ich sehe schon, da haben wir ganz oft, dass die sich gegenüberstehen. Und gegenseitig blockieren. Ah, der eine wird dann zurückgesetzt, habe ich gerade gesehen. Aha. So ist das also. Gut, wir sind im Schienenzeitalter, würde ich sagen, angekommen. Ressourcen liegen da. Treibstoff liegt da. Der Treibstoff wird aus diesem Lager geholt. Und ja, morgen müssen wir den ganzen Treibstoff von hier rausholen. Aktuell holen wir den noch aus den Zollhäusern. Aber wenn wir das los sind, haben wir, glaube ich, eine große Last weg. Und zum Abschluss ist noch die Forschung fertig. Dann können wir auf das Atomkraftwerk gehen. Großartig ist es, oder? Es ist ein Fest. Also ich glaube, heute ist wirklich sehr viel passiert. Die Stadt ist auf jeden Fall enorm gewachsen. Wir haben fast 7000 Einwohner. Ein paar Einwohnerplätze haben wir noch, aber... Oh oh, geht auch schon wieder voll. Wir müssen vielleicht... Aber wir brauchen aktuell die Arbeitskräfte. Eine Reduzierung der Arbeitskräfte einplanen. Ich würde hier sogar eine große Busstation hinplanen. Ja, ich glaube hier hinter oder so. So, dass der Stadtteil einen großen Busbahnhof hat und die hier einen großen Busbahnhof haben. Und dann alle, die gerade jetzt dahin tingeln, von denen, kommen dann weg, nicht wahr? Oder wir machen es eh anders, dass wir die halt wirklich nur über die Bahnhöfe hier hinliefern lassen. Aber das ist natürlich auch noch Zukunftsmusik, bis die Schienen da sind. Wird es ein bisschen dauern. Ich meine, wir haben nicht mal die erste Brücke fertig. Aber seid gespannt, es geht weiter. Vielleicht bauen wir auch Flugzeuge demnächst.